Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Ja, und im Moment haben wir wieder spannendere Folgen, weil wir haben begonnen, unseren Megafrachter zu bauen. Das ist schon ein großes Projekt. Ich würde sagen, sicher noch größer als der Mega Miner es damals war, vor ein paar Folgen. Ich meine, der Mega Miner hat sich schon sehr bewährt. Es ist zwar ein bisschen umständlicher, mit dem großen Schiff dann zu navigieren, aber die Menge an Material und das wir minen können innerhalb kurzer Zeit, ich meine, wir können immer fast komplette mit einem Zug komplettes Erzvorkommen ausbohren oder mit zwei, drei Bohrvorgängen. Da würde man mit dem kleinen Miner deutlich länger brauchen. Und vor allem können wir mit dem großen Mega-Miner hier oben über vier große Container können wir jede Menge Material uns reinschieben. Und da freue ich mich jetzt schon da freue ich mich jetzt schon, wenn wir unseren Mega-Frachter fertig haben. Und ich gehe mal kurz in das Space Engineer Wiki. Und weil wir müssen ja noch mal kurz zusammenstellen, die Sachen für den Jump Drive, das Material für diese 6 Jump Drives, die wir jetzt hier brauchen. Und da hilft uns natürlich hier die Übersicht ganz gut, die wir hier drinnen haben, auf der Webseite. So, also, und da freue ich mich also schon, so wie sich der Megaminer bewährt hat, wird sich wahrscheinlich auch der Frachter bewähren, gehe ich mal davon aus, auch wenn wir hier deutlich mehr Komponenten haben. Also wir haben hier jetzt insgesamt 12 große Wasserstofftanks, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit 144 Sauerstoffgeneratoren. Weil wir natürlich jede Menge Triebwerke brauchen, große Triebwerke, also wirklich die großen. Und wir die brauchen Wasserstoff ohne Ende. Also wir haben hier ein riesen Pack an Wasserstoffgeneratoren. Und ich bin wirklich schon gespannt, wie das Ganze funktioniert. Aber vorerst, und hier haben wir jetzt nochmal ein bisschen ausgebaut, wir haben die Tanks in der Rohversion und die Jump Drives, eine zweite Reihe Jump Drives, und hier in der Mitte haben wir noch Batterien hingepackt. Da kriegen wir nochmal zwei Ebenen drauf, aber ich will die mit dem Ding hier verschweißen, weil die Batterien eben auch relativ viel Kapazität brauchen. Und deswegen würde ich da das gerne mit einem Schweißer machen, also mit dem Schweißer hier machen. Und ja, jetzt ist noch die Frage, ob wir billig unseren kleinen hier umbauen können. Und ich würde sagen, ja, wir können das, weil wir haben immer noch das Problem, dass bei diesen großen Mengen für den Jump Drive und so weiter die Kapazität einfach nicht ausreicht und wir mehrfach hin und her müssen. Und ich würde tatsächlich sagen, wir bauen den nochmal schnell um. Wir können die Triebwerke nach oben, die können wir relativ leicht hier in die Mitte noch packen. Und die Triebwerke nach der Seite hinten an die Batterien dran. Und links, rechts, also hinten dran, und nach oben und nach unten können wir
brauchen wir es eh nicht umbauen. Und dann würde ich hier statt der T-Stücke, statt dieser Bögen, würde ich T-Stücke draufbauen und würde hier nochmal zwei Frachtcontainer, mittlere Frachtcontainer an jeder Seite draufbauen. Das ist mir so letztens gekommen und ich glaube, das macht Sinn, dass wir das so machen. Jetzt müssen wir bloß kurz unser Inventar leeren, damit wir da haben wir jetzt natürlich die Stahlplatten drinnen, vom letzten Mal noch vom Bauen, damit wir hier mehr reinkriegen. Und wo bin ich? Irgendwie verliere ich da jetzt gerade leicht die Orientierung. Ja, wir sind hier. Okay, so, also wir bauen die beiden Triebwerke hier, die bauen wir um. Das ist nochmal eine Sache, dass wir das ein bisschen rekonfigurieren müssen, aber ich glaube, das rentiert sich. Das sind die nach der Seite und die können wir tatsächlich, haben wir die kleinen Triebwerke noch in der Leiste? Nein, haben wir nicht mehr. Ionen. Dann packe ich die mal kurz hier statt der Batterien rein, auf die neuen. Wir können die hier so seitlich dran packen, übereinander. Dann haben wir dieselbe Wirkung, wie wenn wir sie oben drauf hätten. Und da stören sie nicht. Okay, und dasselbe machen wir auf der drüberen Seite. Dass wir die hier hinpacken. Wieder mit der 9 und einmal hier hin und einmal eins drüber und auch die verschweißen wir. Warum? Okay, jetzt dachte ich schon, die Komponenten sind zu Ende, was gar nicht gehen könnte. Aber die feuern jetzt ziemlich stark, das heißt, wir sollten die mal ausschalten. Nicht, dass wir da in den Strahl reinkommen. Ionen. Schauen wir kurz. Die hier sind aus. Und die hier schauen wir mal an und aus. Und die oben sicherheitshalber auch nochmal an und aus. So, dann sollten alle aus sein. Die müssen wir eh dann noch umwidmen, sehe ich gerade. Die haben wir hier noch gar nicht umbenannt. So, das sind die. Und jetzt haben wir noch die nach oben, die wir umsetzen müssen. Und die Gyroskope müssen wir noch umplatzieren. Die stehen hier auch ein bisschen im Weg. Und die nach oben müssen wir, wo packen wir die hin? Mal kurz überlegen. Ich habe die zu weit reingesetzt. Obwohl. Wenn ich die raussetze, kann ich die dahinter noch rein. Die müssten noch vor den. Genau. Müssen wir die nochmal kurz umbauen. Und zwar hier hin und das andere drunter. Hätte ich erst das drunter platzieren sollen. So. Hier hin. Schweißt mir gleich wieder. So. Und dann nehmen wir das hier und das da drüben. Und platzieren die hier hinter die
hinter diese Triebwerke nach oben. Das müsste gerade passen. Wir schauen mal kurz. Ja. Und wir können das sogar noch ein bisschen runtersetzen. Setzen Sie mal da oben hin. Das müsste mit den E am Ende der Container sein. Also insofern sollte das beide Male kein Problem sein. Genau. Und dann schweißen wir die beiden. Und dann müssen wir nochmal alle ausschalten. Damit wir da nicht versehentlich ein Problem kriegen. Und wir müssen es gleich noch rekonfigurieren, umbenennen. Wir haben es eh noch nicht umbenannt. Dann können wir es gleich umbenennen und rekonfigurieren. Ionen aus. Aber da haben wir jetzt eben nicht alle drinnen. Ich markiere mir mal hier die und sage aus und zack. Und dann sollten jetzt alle aus sein. Die sollten auch aus sein. So. So weit, so gut erstmal, damit die Triebwerke, dann hätten wir die Triebwerke, jetzt müssen wir die zwei Gyroskope noch kurz versetzen. Und wir müssen die, diese Teile noch abmontieren und durch T-Stücke ersetzen. Da müssen wir jetzt T-Stücke rein und die brauchen wir noch. Förder. Oh, jetzt. Ah, shit. Das habe ich jetzt natürlich übersehen. Die Schweißer, die brauchen wir auch gleich. Die müssen wir natürlich auch wieder dran setzen. Ah, die haben wir eh noch hier drinnen. Okay, die müssen wir natürlich auch neu setzen. Weil der jetzt natürlich keinen Halt mehr hat. Das habe ich ganz übersehen. Ohne die ohne diese Bögen haben die natürlich keinen Halt mehr. So, jetzt brauchen wir hier die T-Stücke. Das ist die 6. Genau. Und wir gehen da mal ein bisschen in die Richtung. Ah, ja, Scheibenkleister. Das hatte ich ganz vergessen. Die T-Stücke können wir hier nicht platzieren. Die Bögen, seltsamerweise, können wir platzieren, aber die T-Stücke können wir nicht platzieren. Ah, das war jetzt nett gedacht, aber geht leider nicht. Geht leider nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum wir hier auf dem Small Grid zwar die Bögen platzieren können, aber nicht die T-Stücke. Wenn ich die 6 nochmal klicke, steht nicht für kleine Schiffe zur Verfügung. Okay, große Schiffe, Förderleitung, Verbindung steht nicht für kleine Schiffe zur Verfügung. Haben wir was anderes als dieses T-Stück? Gibt es da noch ein anderes? Kleine verstärkte Förderleitung, verstärkte gebogene T-Verbinder. Wir versuchen es mal mit dem, aber ich glaube, auch der war nicht verfügbar. Ne, der war nicht verfügbar. Jetzt habe ich es da unten da in die Luft gesetzt. Gut, dass die Ding nicht sitzt. Weil wir können jetzt ein Heck machen. Die Breite ist zwar schon nicht ganz unwichtig, aber wir könnten jetzt folgenden Hack machen. Wir könnten jetzt sagen, wir bauen oben
den Bogen drauf nach hinten und bauen an der Seite den Bogen drauf nach vorne. Da haben wir ja auch den großen Port. So, dann können wir die hinten und hier vier, die nach vorne. Und packen da die Schweißer dran. Dann kommen die ein bisschen weiter auseinander. Ja, das ist immer so dieses Improvisieren, aber es geht manchmal nicht anders. Was soll ich sagen? So, also wir schmeißen mal die hier. Die haben wir eh noch im Inventar. Das sind jetzt die für die Frachtcontainer. Und ich vermute mal, da fehlt uns jetzt eh das Material. Ja, da fehlt uns jetzt das Material. Aber das ist kein Problem. Das packen wir uns jetzt kurz Förderleitung hier rein. Wir brauchen die zwei Bögen und wir brauchen die haben wir eh hier, die mittleren Frachtcontainer. Nee, Fracht müssen wir da. Mittlerer Frachtcontainer. Da brauchen wir jetzt vier Stück, wenn wir es schon richtig machen wollen. Ne? Dann holen wir uns mal kurz das Material. Das kriegen wir alles rein. Super. So, also dann schweißen wir das jetzt hier erstmal fertig. Dann können wir hier auch wieder die Da müssen wir jetzt die Schweißer wieder gerade dran. Das hilft jetzt nicht. Ich hätte es zwar gerne nach unten gehabt, aber im Moment ist es einfacher, wenn wir es auf der 8 haben wir die noch. Wenn wir es gerade dran setzen, so. Ich hätte es bloß gerne wieder gedreht. Genau. Einmal. Und wir schweißen die gleich. Die sind aus. Und dann haben wir hier den zweiten. Hier dran. Der passt auch. Und den schweißen wir auch gleich. Und dann haben wir hier den Bogen. Und die sind beide grün. Super. Da drüben. Der ist auch grün. Das passt. Und hier setzen wir jetzt den mittleren Frachtcontainer drauf. Und den habe ich natürlich wieder vergessen, mir in die Leiste zu ziehen. Den tun wir uns hier statt dem kleinen hin. Und den können wir jetzt hier drauf setzen. Einmal. Und zweimal. Da drüben ist dasselbe. So, und dann müssten wir jetzt die sollten alle jetzt richtig orientiert sein. Passt so. So, ist grün. Okay, dann haben wir hier das Triebwerk und wenn wir das noch irgendwo anders hinpacken, können wir das Ganze sogar noch hinten verlängern. Und können da noch mehr Kapazität reinbauen. Und ich würde jetzt tatsächlich mal reingehen und dann gehen wir ins Inventar und sagen hier, wir wollen alles sehen, aber nur das Schiff. Und dann haben wir hier die mittleren Frachtcontainer. Da haben wir jetzt einen, zwei, drei, vier. Vier. Das sind die oberen, die neun. Warum sehe ich die? Ich müsste eigentlich sechs sehen. Warum sehe ich die jetzt nicht? Noch mal kurz überlegen. Wir haben hier die Weiche in der Mitte.
die geht jetzt nach rechts in die Weiche und die Weiche geht in den Bogen und in den Bogen. Und von oben habe ich den Zugang zu diesen beiden. Das heißt, ich müsste 6 6 Container sehen. Cockpit-Schweißer. Das ist das Cockpit. Dann haben wir hier den mittleren Frachtcontainer. 3, 4, 5, 6. Das sind die 4, 9. Ah, und dann haben wir da mittlere Fracht. Okay, sorry. Mein Fehler. Ich habe jetzt einfach nicht geschaut. Die bestehenden haben wir ja umbenannt. Und das sollte man vielleicht hier auch tun, dass wir hier in die Bedienung reingehen und hier mal Fracht. Und dann schauen wir mal. Da haben wir nämlich die und die haben wir umbenannt. Genau, und das sollten wir hier natürlich auch tun. Das ist dann der mittlere Frachtcontainer 3. Das ist der 4. Die 5 und die 6. Die Frage ist nur, wenn wir uns jetzt das ganze Material da reinpacken, sind unsere Triebwerke noch stark genug, um uns dann zu bewegen? Da müssen wir jetzt einfach schauen. Es kann sein, dass wir vielleicht bei den Triebwerken nochmal dann ein bisschen nachrüsten müssen. Und jetzt holen wir uns hier mal die beim Schweißer. Scheinwerfer, Ionentriebwerke, Schweißer 2. Da haben wir jetzt die Ionentriebwerke. Und dann schauen wir mal ganz kurz, die beiden sind markiert. Und die hier müssen wir neu zuordnen. Genau, und dann müssen wir hier sagen speichern. Und ich denke, dann haben wir alle. Genau, den Frachtcontainer. Die Gyroskope müssen wir auch noch neu. Batterien haben wir nicht angefasst, aber Gyroskope. FG, Gyroskope, Explorer, Megaminer. Ah ja, die haben wir komplett verloren. Das heißt, wir müssten hier sagen, Gyroskope. Ach, die haben wir noch gar nicht gesetzt, deswegen. Die müssen wir natürlich noch setzen. Die hätte ich jetzt bald vergessen. Das wäre auch nicht gut gewesen. Da brauchten wir Gyroskope. Und die packen wir mal hier hin auf die 8. Und jetzt habe ich da mal irgendwo gelernt, dass es da eine Vorderseite gibt bei den Gyroskopen. Und das würde ich jetzt tatsächlich auch beachten, in Anführungszeichen. Indem wir die jetzt da anders platzieren. Und ich drehe die mal. Und ich glaube, das war hier, wo das Auge, das eine Auge nach vorne zeigt. Das ist vorne. Ich würde das jetzt mal so machen. Hier haben wir die 2 und hier ist das andere. Möglicherweise, es hat keine große Bedeutung wahrscheinlich, aber möglicherweise, ich habe ja manchmal so ein bisschen das seltsame Verhalten gehabt schon, dass die Gyroskope nur sehr träge reagieren bei bestimmten Aktionen. Und möglicherweise hängt es damit zusammen. Deswegen wollte ich das jetzt mal testen. Jetzt haben wir natürlich das Problem ein bisschen, dass die ziemlich weit auseinander sind. Da müssen wir jetzt schauen, ob das noch gut ist. Kommen wir da noch in diese Lücke rein?
Die ist 5 breit. Unsere Lücke hier ist 5 breit zu den Batterien. Und unser Miner, unser Schweißer ist jetzt auch 5 breit. Das wird also möglicherweise schon schwierig. Tja. Gut, zur Not müssen wir die rechte Seite, eine Seite abbauen. Und das andere tatsächlich, dass wir schmäler werden. Ne? Wie hoch sind wir? Fahrwerk 1 Block, 2 Blöcke, 3 Blöcke. Aber wir sind nur, im Moment nur 3 Blöcke hoch, wenn ich es richtig zähle. Das heißt, da müssen wir uns eben querstellen. Das geht auch, denke ich. So, wir haben konfiguriert. Und jetzt packen wir uns die Sachen rein, die wir reinpacken wollen. Und da haben wir jetzt hier das Inventar. Und dann schauen wir mal, ob wir noch wegkommen sozusagen. Ne? Dann brauchten wir hier unsere Frachtcontainer. Und jetzt geht wieder die Rechnerei los. Ne? Also wir brauchen für den Jump Drive, brauchen wir Stahlplatten 20 und nochmal 20. Also 40 Stahlplatten für den Jump Drive. Wir haben 6, 4x6 ist 24, also wir brauchen 240 Stahlplatten für die Jump Drives. 240 Stahlplatten für die Jump Drives. Und die kriegen wir hier noch rein, locker. Da haben wir eh noch jede Menge Kram drinnen, den würde ich jetzt einfach mal drin lassen. Der Einfachheit halber. Dann haben wir Herstellungskomponenten, 40 Stück. Das heißt, wir brauchen bei 6 wieder 240 Herstellungskomponenten. Haben wir auch noch jede Menge. Also wir packen uns das mal zusätzlich mit rein. Dann brauchen wir Computer, wenn ich es richtig sehe, 300. 300 mal 6. 3 mal 6 ist 18. Wir brauchen also 1800 Computer, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das ist eine ganze Menge. Die kriegen wir aber da oben nur rein. 1800. Es waren jetzt nur 180. Dann fehlen uns noch. Ja, muss ich nochmal. So schnell kann es gehen. Ne? Und dann wundern wir uns nachher, dass die Komponenten zu Ende gehen, ohne dass wir uns das erklären können. Ne? So, 1800. So, die kriegen wir da rein und die 350 hier packen wir da auch noch rein, damit es übersichtlich wird. Dann haben wir den Supraleiter. Das ist, da brauchen wir 1000 Stück. Das heißt, wir brauchen 6000 Stück. Supraleiter 6000 und da haben wir wieder mal nicht genug. Das heißt, wir brauchen noch 3000, die müssen wir uns noch produzieren. Dann machen wir doch gleich mal 4000. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit den Energiezellen und Energiezellen brauchen wir 120. Das heißt, wir brauchen 600, 720. 120, 720, ja, Energiezellen. Da haben wir genügend, 720. Wo kriegen wir die noch rein? Die tun wir in der 9. Dann passen die auf jeden Fall rein. 720 Energiezellen. Dann braucht man die Sensorkomponenten 20 mal 6, 2 mal 6 ist 12. Das heißt, wir brauchen 120 Sensorkomponenten. 120 Sensorkomponenten, die denke ich kriegen wir hier nur locker rein. 120, wir müssen immer überprüfen, ob die wirklich auch ankommen, ne? Weil er meckert nicht, er macht dann einfach nicht mehr. Das ist ein bisschen. Dann haben wir das, die Komponenten für den Schwerkraftgenerator mit 20, da brauchen wir auch 120. Und da müssen wir aufpassen, die sind auch groß. Damit wir da genügend reinkriegen. Ich würde die auch mal da unten reinpacken. 120.
Da sieht man schon, die brauchen 24.000 Liter. Ne? Das ist also gar nicht ohne. Dann haben wir Metallgitter. Da brauchen wir 50. Das heißt, 300. 300 Metallgitter. Die könnten wir da oben noch reinkriegen. Wir schauen mal, 12 sind da. 300. Müssen wir jetzt 312 haben. Jawohl. Gut, das passt dann noch locker rein. Dann brauchen wir noch ein großes Stahlrohr. 40. 4 x 6 ist 24, 240. 240 große Stahlrohre. Da haben wir es. 240 große Stahlrohre. Das ist jetzt die Frage, wo gehen die rein? Wir packen sie mal hier rein, 240, und prüfen, ob die ankommt. Jo, die kommen an. So, und jetzt brauchen wir noch diese 1000 Supraleiter. Das heißt 6000. Ja, da ist jetzt bei knapp 4000. Ja, da dauert die Produktion etwas länger, ne? So, gut, dann lassen wir die nochmal. Wir dürfen die nicht vergessen. 6000 Supraleiter, das müssen wir uns einfach nur merken. Dann haben wir Batterien. Und das wird jetzt nochmal interessant. Batterien. Batterien klein. Und wir brauchen aber die Batterien groß. So, da haben wir auch nochmal Stahlplatten, 80 Stahlplatten pro, und wir brauchen, wie viele Batterien haben wir in der ersten Ebene? 18, dachte ich. 3 mal 6, ja, 18. Also 18 mal 80. 18 mal 80, und wir bemühen jetzt mal den Taschenrechner, damit wir uns da nicht verrechnen. 80 mal 18. 1440 Stahlplatten. 1440 Stahlplatten. Kriegen wir die da noch rein? Ich vermute ja. 1440, da müssten wir 2900 irgendwas haben. Ja. Okay, dann haben wir Herstellungskomponenten nochmal. 30, 18 mal 30, bin jetzt schon ein bisschen faul, 18 mal 30, 540 Herstellungskomponenten, da müssten wir irgendwas 1400, das geht hin, passt. Dann haben wir Energiezellen, und jetzt wird es interessant, 80 Energiezellen. Das heißt, wir brauchen 80, das ist wieder 1440. 1440 Energiezellen. Die kriegen wir hier gar nicht rein. 440, ja. Das heißt, da fehlen uns jetzt 600 Energiezellen, die brauchen wir nochmal extra. 600 Energiezellen, und die packen wir in den nächsten rein. 600. So. Und dann brauchen wir auch Computer. 25 mal 18, 450 Computer brauchen wir noch zusätzlich, 450, die packen wir noch hier mit rein, 450, okay, so, dann haben wir die Batterien. Wir haben den Jump Drive, wir haben die Batterien. Und das, ach so, die großen, den großen Wasserstofftank. H2. Wir schauen mal kurz. Ne, findet er nicht. Wasserstofftank.
Ja, Hydrogentank. Okay, das ist der. Da haben wir auch 6. Das heißt, wir brauchen wieder Stahlplatten. 160 mal 100 plus 120 sind 280 mal 6. 280 mal 6. 1680. 1680 Stahlplatten. 1680 Stahlplatten. Die könnte man da noch reinkriegen, oder? Ich tue sie mal lieber hier rein. 1000, dann sehen wir nämlich, ob die Menge genau stimmt. 1680. Haben wir da nicht mehr so viel? Kann das sein? Ja, wir haben da nicht mehr so viel. Upsi. Das heißt, da müssen wir produzieren. Da müssen wir auch ein paar nachproduzieren. Das geht wirklich weg wie heftig. Machen wir mal 4000. Die sollten relativ schnell durchlaufen. Damit wir die jetzt auf jeden Fall abschließen können. 1680. Da warten wir kurz, bis die da sind. Ja, 1680. Und da haben wir gesagt, wir packen die hier rein. 1680. Jo. Dann haben wir Herstellungskomponenten 40 pro, das heißt, wir brauchen 40 mal 18. 18 ist irgendwie eine blöde Zahl zu multiplizieren. 720 Herstellungskomponenten. 720 Herstellungskomponenten. Und die können wir da oben reinpacken. 720, jawohl, das passt. Dann brauchen wir 60 kleine Stahlrohre. 60 mal 18, 1080. 1080 kleine Stahlrohre. Die packen wir tatsächlich da rein, wenn sie reingehen. 1080. Ja, die gehen da noch rein. Dann brauchen wir Stahlrohr groß, 80 große Stahlrohre. Das wird nochmal heftig. 80 mal 18, 1440. Das müssten wir mittlerweile auswendig wissen. 1440 große Stahlrohre. Und ich vermute, wo kriegen wir denn die noch rein? Ha? Dann wird schon ziemlich voll hier. Da wird es schon ziemlich voll. Ich würde die mal hier nur reinpacken. 1440. Ha, die kriegen wir bei Weitem nicht mehr rein. Hm. 1200. Wir müssen also noch 1200 unterbringen. Die werden wir gar nicht mehr ganz reinkriegen. Die 1200, denke ich. Und dann haben wir noch die Reaktor, die anderen Komponenten, die Supraleiter. 1200, dann schauen wir doch mal hier, wie viel kriegen wir hier rein. Pack mal rein, was du reinkriegst. Hm. Dann brauchen wir noch 900. Da haben wir 240. Packen wir es da rein. Was kriegst du da noch rein? 900. Und jetzt ziehen wir 300 ab, weil wir vorhin abgerundet haben. Dann brauchen wir noch 600. 600. Die kriegen wir gar nicht mehr rein, denke ich. 600, die kriegen wir gar nicht mehr rein. Haha. Das heißt, wir können den Jump Drive gar nicht mehr bauen, weil wir die Supraleiter noch gar nicht mehr reinkriegen. 600. Wie viel kriegst du hier rein? 73. Also 500.
Oh wow, das ist heftig. 500, dann hier 300. Wir kriegen die nicht mehr rein. Wir kriegen die 300 nicht mehr rein. Und die Supraleiter kriegen wir auch nicht mehr rein. Ich würde sagen, wir verschweißen jetzt mal die Batterien. Die kriegen wir rein. Und dann verschweißen wir einfach mal, was wir haben. Und dann müssen wir nochmal fliegen. Und wir müssen nochmal Stahlrohre. Hoppla, Computer. Computer braucht man noch für die, damit man die 8 Computer für den Tank. Das heißt, 18 mal 8. 180, also aufgerundet. 180 Computer, packe ich jetzt einfach nochmal ein. Die kriegen wir noch irgendwo reingequetscht, denke ich. Oder nicht. Die kriegen wir nirgends mehr rein. 180 Computer. Wie viel kriegst du da noch rein? 16. Okay. 16. Ich glaube, wir hatten oben da ein paar mehr. Also am Ende bleiben uns vielleicht ein paar über. Das müssen wir dann sehen. Also wir brauchen Computer, große Stahlrohr und den Supraleiter. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt zu Rande kommen. Wir müssen hier noch konfigurieren mit G. Was war auf der 2? Da waren die Schweißer. Gut, die müssen wir nochmal neu reinpacken. Haben wir die konfiguriert? Die haben wir noch gar nicht konfiguriert. Also nochmal die Schweißer. Da war ich schon zu weit unten. Die sind ja oben. SCH. Schweißer. Da ist es. Und dann nehmen wir jetzt... Schweißer 0201. Ich weiß, es ist ein bisschen eine seltsame Benennung, aber und das ist die 02 und wir brauchen eine Gruppe, das ist dann die Schweißer G Schweißer 02 und speichern. Aber mir fällt im Moment keine bessere Benennung ein, in Anführungszeichen. So, die packen wir auf die 2. Block umschalten an, aus. Was haben wir hier noch? Ah, die Gyroskope. Die braucht man natürlich auch noch. Die haben wir die schon zu einer Gruppe? Ne, die haben wir auch noch nicht zu einer Gruppe, ne? Ja. H2 Triebwerke Megaminer. Okay. Die Triebwerke packen wir da sicherheitshalber auch noch mal kurz rein. Und die sind alle aus. Und wir brauchen noch die Gruppe für die Gyroskope. Das haben wir auch vergessen, FG. Da haben wir die Gyroskope und die müssen wir auch noch. Gyroskop, Schweißer. Ups. Schweißer 0201. Und das ist das Gyroskop 2. Und da brauchen wir auch eine Gruppe. Gyroskope Schweißer 02. Und speichern. Und G. Was und die packen wir da rein und dann sagen wir Block umschalten an, aus und die sind an. Gut, dann denke ich, haben wir wieder alles, was wir brauchen. Entschuldigung, dann würde ich sagen, Triebwerke an, die Schweißer lassen wir mal noch aus, Batterie auf Auto, wir entriegeln mit der 4 und wir wollen nach vorne abdocken.
Ja, gerade so. Gerade so. Das ist, man merkt schon, dass er ziemlich viel Last hat im Moment. Aber es wird noch gehen, denke ich. So, wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal ein bisschen hoch und schweißen hier gleich die ersten Teile, was wir schweißen können ja, die Gyroskope, Moment, Gyroskope Schweißer 202, die wollte ich auf 50% runterstehen oder auf 40, genau. Damit die nicht ganz so sensibel reagieren. Jetzt ist es ein bisschen besser. Okay, also wir gehen mal ein bisschen hoch und nach vorne und nach rechts und dann schweißen wir mal hier weg, was wir von den wir schalten die mal an, was wir vom Jump Drive schon mal schweißen können. Die Schweißer sind an. Ja, spannend. Haben wir nur so weit weg? Ja, wir sind noch so weit weg. Wir gehen da mal näher ran. Ich schalte mal die Markierungen aus, weil die brauchen wir jetzt nicht wirklich. Das wollte ich eh schon immer mal machen. Ich vergesse es immer, dass ich diese Markierungen. So, schweißt ihr oder schweißt ihr nicht? Doch, ihr schweißt. So, da fehlen uns jetzt natürlich die Supraleiter, deswegen macht er das noch nicht fertig. Aber ich würde. So, der schweißt jetzt hier. Und dann haben wir dahinter noch die zwei Tanks. Die schafft er sogar zu 100%. Okay. So, dann gehen wir da mal hoch und gehen mal in die Vorderansicht. Jetzt müssen wir uns dann ein bisschen anders, andere Perspektive, sonst. So. Und ich denke mal, wir müssen ein bisschen rückwärts, damit wir nicht so hoch genug sind, sagen wir es mal so. Jetzt bin ich nach links gegangen, das wollte ich nicht. So, wir müssen noch mal hoch, denke ich, und ein bisschen nach oben. Und dann schauen wir mal, ob wir die Tanks beide kriegen. Upsi. Ja, es ist mit zwei Triebwerken sind wir so am Limit, glaube ich, jetzt. Jetzt ein bisschen nach vorne. Bisschen nach vorne. Bin wieder zu weit vom Mikro weg, glaube ich, dass man mich gut versteht. Okay, die Tanks kann er immerhin tutto completo schweißen, denke ich. Da haben wir so ein bisschen blöd, dass wir da nicht keine Anzeige haben, ob die wirklich auf 100% sind. Ne? So. Jetzt können wir aber gleich bisschen nach links gehen und nach hinten und versuchen, die Batterien zu schweißen, weil die müssen wir ja sowieso. Naja, schweißt jetzt schon den. Ja, warum nicht? Dann machen wir erstmal die. Dann machen wir erstmal die Jump Drives, ist auch okay.
Die müssen wir dann noch fertig schweißen. So, das war der letzte. Jetzt gehen wir noch die Batterien. Das ist noch, das bringt es nämlich auch noch mal, weil die Batterien, da müssen wir jetzt schauen, ob er die schafft wirklich, wenn wir da rein tief genug reinkommen. Schaut so aus. Okay. Keine Komponenten mehr oder zu weit weg? Zu weit weg. So, ich glaube, ich muss meine Perspektive ein bisschen ändern. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen, in die Richtung. Wir drehen uns ein bisschen waagerechter und gehen nach hinten. Gut, da hat er jetzt den Block mitgeschweißt, den Hilfsblock, aber das ist kein großes Problem, denke ich mal. Ja gut, wir kriegen die alle geschweißt. Das ist super. Sehr gut. Okay. So, dann müssen wir uns die... Gehen wir ein bisschen zurück und wir gehen raus. Wir sollten jetzt eh fast leer sein. Gut, die Batterien schauen alle gut aus. Wir brauchen jetzt noch die... bei den Tanks. Ich denke, bei den Tanks haben uns noch die großen Leitungen gefehlt. Ne? 1440, da fehlen uns noch ein paar hundert von den Leitungen. Ja, jetzt ist er natürlich leer und wieder deutlich agiler. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Bisschen noch in die Richtung. Und holen uns nochmal den Rest, den wir brauchten für die, also die Supraleiter, die großen, und was war es noch, was wir noch, was uns noch gefehlt hat. Wir müssen noch deutlich weiter zurück und runter. Noch weiter runter. So, wir müssen noch ein bisschen zurück. Ah, wir sind zu weit. Okay, wir müssen noch runter. Ups, zack. Okay, vier verbinden. Triebwerke aus, raus, Batterien auf Aufladen und wir gehen rein. Und wir schauen uns mal kurz das Inventar an. Da haben wir jetzt hier Fracht. Und dann schauen wir, ob wir da unten noch was drinnen haben. Ja, wir haben noch drei Batteriezellen. Wir haben sogar noch große. Wieso haben wir da noch große Stahlrohre? Und wir haben noch jede Menge anderen Kram. Haben wir uns da...
Stahlrohre groß, 80. Wir können ja gleich nochmal testen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt die Supraleiter. 6000 Stück. Aha, dann brauchen wir noch 2000. Kriegen wir die da noch rein? Ja. Ansonsten müssten wir eigentlich alles haben. Also warum hier so viele Rohre überbleiben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also irgendwie muss ich an meiner Rechnung nochmal ein bisschen arbeiten, glaube ich. Das verstehen wir noch nicht so richtig. So, wir gehen da mal wieder in die Richtung. Wir gehen mal nach rechts. Und jetzt müssten wir eigentlich, und wir können jetzt gleich nochmal checken, ob die Tanks wirklich fertig sind. Oder ob da noch was fehlt. Wir müssen ein bisschen hoch, denke ich. Okay, die scheinen okay zu sein. Das scheint auch okay zu sein. Ich gehe da jetzt mal so um die Ecke, weil es glaube ich einfacher ist, als jetzt nochmal über Kopf irgendwie zu wechseln. So, jetzt sind wir irgendwie ein bisschen aufgestiegen, weil wir gedreht sind. Ich vermute, ja, wir sind aus der. Wir sind da jetzt irgendwie gedreht. Das ist aber kein Problem. Wir gehen mal ein bisschen runter. Und dann ein bisschen nach vorne. Irgendwie waren wir ganz schön hoch. So, die sind auch okay. Und der letzte. Die laden jetzt auf. Die laden jetzt schon auf. Die sind gelb, weil sie aufladen. So, jetzt gehen wir da mal rein. Dann gehe ich raus. Und das haben wir natürlich jetzt ein bisschen knapp hier eingeklemmt. Und jetzt will ich nochmal sehen, ob die Tanks fertig sind. Die Tanks sind fertig. Die Tanks sind fertig. Ja. Und die hier sind auch fertig. Ja. Und die sind auch fertig. Schaut gut aus. Batterien. Ups. Auch alles fertig. Okay. Gut, dann haben wir die Sachen jetzt erstmal verschweißt. Das ist ja schon mal super. Da hat sich der jetzt wieder mal bewährt. So, dann können wir den einparken. Können wir den einparken? Wir gehen mal nach
rückwärts. Ups, ging gleich ein bisschen runter. Und der schafft es jetzt gerade so mit den zusätzlichen Containern. Gerade so. Das ist... ups, da waren wir jetzt zu niedrig. Jetzt gehen wir in die Seitenansicht. Parken den wieder ein. Okay, verbinden. Die Sachen aus, Batterien aufladen, wir gehen rein und das war's. So, dann aussteigen. Dann machen wir mal einen ganz kurzen Check-up. Die laden und da schauen wir mal kurz rein. Na gut, die laden ziemlich schnell, weil unser großes Battery Pack die wirklich schnell auflädt. Also da haben wir wirklich Sprungdistanz 850 Kilometer. Okay. So, also die laden schon mal, das ist gut, weil dann sind die schon geladen, wenn wir sie brauchen. Und dann haben wir bloß hier nochmal die Batterien und da müssen wir schauen, die laden jetzt nicht ganz so schnell, weil die nicht priorisiert sind. Die laden jetzt im Moment mit aktuelle Abgabe, die geben sogar ab, weil die Jump Drives im Moment geladen werden. Das heißt, die werden jetzt im Moment eher entladen als geladen. Da kriegen wir aber, sobald die Jump Drives, und jetzt schauen wir nochmal, wie lange brauchen die noch? Die brauchen noch ein paar Minuten, zwei Minuten, glaube ich, ne? Eine Minute. Das heißt, also, die sind jetzt gleich voll, die Jump Drives sind gleich geladen. Und dann sollten wir sehen, ob diese Batterien hier geladen werden. Und gut, das pressiert jetzt auch nicht, weil wir sind eh noch nicht lange nicht fertig. Das heißt, wir machen jetzt die zweite und die dritte Schicht Batterien drauf. Dreimal 6 ist 18. Dann haben wir hier die Batterien, die wir da drauf haben wollen. Jetzt schauen wir nochmal schnell ins Inventar. Wir brauchen Stahlplatten. Und dann können wir nochmal schweißen. Das ist jetzt ein bisschen, ich tue mal das hier rein, damit wir genügend Stahlplatten tanken können. Ja, das sieht schon ziemlich kompakt aus, was wir hier bauen. Ziemlich kompakt. Dann können wir die Batterien nochmal schweißen, wenn wir wollen. Ich glaube, das macht Sinn, weil 18 Batterien zu Fuß zu schweißen, da müssen wir also, ja, obwohl wir kriegen 3 Batterien, kriegen wir rein
für 7 Batterien kriegen wir rein. Das heißt also, in 3 Durchgängen hätten wir die Batterien auch zu Fuß geschweißt. Das macht also vielleicht schon Sinn. Ich packe da mal auf jeden Fall die 7 schon mal rein. Da kriegen wir nämlich, wenn wir leer sind, kriegen wir nämlich die 7 Stück Batterien rein. Die Orientierung ist jetzt eigentlich ziemlich egal, weil weil wir die dann eh nicht mehr sehen später. Die sind nicht mehr sichtbar, nur vom Gang aus. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich entscheidend. Also ich würde die jetzt einfach positionieren. So, ich glaube, da haben wir eh immer dieselbe. Nee, haben wir nicht. So haben wir es. Da vorne können wir tatsächlich anders. Dann haben wir es da wenigstens vorne identisch. Aber da kommt der große Speicher davor, da ist es auch egal. So, dann haben wir jetzt die Batterien, dann holen wir uns. Da müssen wir dreimal fliegen. Ich glaube, das haben wir jetzt schneller, als wenn wir so. Wir machen uns das Inventar leer. Und packen uns da alle Batterien rein. Das hat jetzt nicht ganz geschafft, warum weiß ich nicht. Normalerweise sollte das passen. Und jetzt schweißen wir einfach die ersten 7 Batterien und ich glaube, wir müssen dreimal laufen. Computer. Nö, 17 Mal. Wieso hast du die Computer nicht reingekriegt? Oder muss ich doch pro Batterie einmal? Ja, ich glaube, ich kriege nur eine Batterie rein, tatsächlich. Ich kriege nur eine Batterie rein. Genau. Ne, alle Komponenten erfolgreich entnommen. Also irgendwie kann ich mir das nie wirklich gut merken. Aber wir schauen mal, wie viel wir jetzt tatsächlich da schweißen können. Sie benötigen Energiezellen. Ich denke, er ist wieder mal bei der kleinen Batterie gelandet und nicht bei der großen. Okay. Das würde jetzt ja, genau, 4 und ein paar. Okay, das heißt, wir packen es uns doch in den Schweißer schnell und machen es mit dem Schweißer. Wir packen uns gleich die 18 mal 2, 20, 36 für 36 Batterien. Die Komponenten für 36 Batterien rein. So. Dann können wir die in einem Durchgang, wir lassen den Schweißer oben stehen. Ich denke, wir können uns da alles reinpacken, was wir jetzt brauchen. Wir schauen mal ins Inventar. Wir sagen hier mal Fracht. Und wir gehen es mal durch, was wir schon drin haben, weil wir haben ja etliches drinnen. Also wir brauchen 60 Stahlplatten und 20. Wir brauchen 80 Stahlplatten. 80 Stahlplatten mal 36. Jetzt müssen wir anders rechnen. Mal 36. 2880. 2880. Das heißt, wir haben hier 1000 drinnen. Das heißt, wir brauchen noch 3000. Wir brauchen noch 2000 Stahlplatten. Machen wir es jetzt einfach mal rund. 2000 Stahlplatten. Und die packen wir hier rein, weil da kriegen wir sicher noch rein.
2000 Stahlplatten. Dann brauchen wir Herstellungskomponenten 20 und 10, also 30 Stück. Und ich nehme jetzt immer 40, dann haben wir 30 mal 40, 120. Dann brauchen wir 120 Herstellungskomponenten, die haben wir noch. Dann brauchen wir Energiezellen 80. Und das ist jetzt der Löwenanteil. 80, das heißt, wir brauchen nochmal 3000 Energiezellen. Das wird jetzt nochmal heftig. 3000 Energiezellen. 3 haben wir hier nur drinnen. Wie viel kriegen wir hier rein? Ja, gut, wir können die hier rausnehmen. Die brauchen wir nicht mehr. Das haben wir zu viel. So, 3000 Energiezellen, okay. Dann packen wir hier nochmal 1800, dann haben wir 1600, 1700 knapp. 1700, da kriegen wir die wieder nicht rein, denke ich ganz. Aber wir brauchen keine großen Rohre, das heißt, die können wir auch rauspacken. Weil dann kriegen wir da nochmal 800 rein, die hier. 132, 3 mal 8 ist 24, okay, und wir brauchen keine kleinen Stahlrohre, wir brauchen auch nicht das hier, das können wir alles rauspacken, und dann kriegen wir es, denke ich, gerade so rein. Checken mal. Da haben wir nochmal 600 Rohre, die wir nicht brauchen. Und nochmal 600, dann 1200. 1200, 2000, 2800. Die sollten jetzt reichen. Okay, so. Stahlplatten, Herstellungskomponenten und Energiezellen und Computer 450, das sollten auch reichen. 36 mal 25. 36 mal 25. 900. Okay, da brauchen wir noch Computer. Da haben wir 48. Und da unten haben wir, also wir haben 500 drin, dann nehmen wir uns nochmal 500 Computer mit. Die hätten wir jetzt unterschätzt, die Computer. 500 Computer. Wo kriegen wir die noch rein? Hier. Da kriegen wir die noch rein. 500. Jo. Dann müssten wir alles haben. Computer, Energiezellen, Herstellungskomponenten und Stahlplatten. Jawohl. So. Also. Triebwerke ein, Schweißer ein, Batterien auf Auto, verriegeln mit 4 und wir wollen nach vorne weg. Okay, wir gehen raus. Und jetzt müssen wir ein bisschen nach dieser Seite gehen und schon mal ein bisschen hoch. Und dann gehen wir in die Perspektive. Und stellen uns mal schon so, fliegen ein bisschen nach vorne. So, wir haben jetzt ein bisschen Höhe gewonnen. Okay, das passt. Und jetzt müssen wir da rein. Nach rechts zu den Batterien. Und jetzt müssen wir ein bisschen weiter kippen, genau, damit wir sehen, wo wir sind. Und jetzt gehen wir mal nach vorne. Die Schweißer sind an, okay.
Ja, es ist tatsächlich so, dass diese großen Schweißer zum Teil länger brauchen zum Schweißen, also langsamer sind als der Handschweißer tatsächlich. Das war mir auch neu, aber das ist so. Vor allem, wenn man den ganz guten Handschweißer hat, also diesen Expert oder wie der heißt, oder Elite, dann dauert das Schweißen tatsächlich länger, als wenn man es mit dem Handschweißer macht. So gesehen. Der Vorteil hier ist tatsächlich der, also immer, dass man die Batterien trotzdem noch ziemlich chaotisch reingepackt haben. Der Vorteil hier ist tatsächlich, dass wir die Batterien, dass wir das ganze Material dabei haben und nicht hin und her müssen, ne? Und das wiegt hier bei dieser Menge an Sachen, die wir hier schweißen, und bei der Menge an Material wiegt es diesen Nachteil deutlich auf, finde ich. So, jetzt gehe ich rein, dann gehen wir raus. Wir haben noch im Inventar keine Stahlplatten mehr, das heißt, wir brauchen Stahlplatten. Wir brauchen mal wieder Stahlplatten. Irgendwie brauchen wir immer Stahlplatten zurzeit. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier bauen. So, und dann packen wir noch die letzte Schicht Batterien drauf. Die Batterien haben wir auf der 6. Okay. Ich versuche das mal aus der Ferne. Warum man mir hier jetzt den dreht. Vorhin hat er es gerade richtig gemacht. Und hier dreht er es wieder. Aber sei es drum. Wir gehen zurück. Es ist jetzt einfach wild und chaotisch, wie ich das platziere. Ich weiß, das ist zu chaotisch. Aber ja, ich will jetzt auch nicht unbedingt einen Schönheitswettbewerb gewinnen. Ich möchte nur, dass das Ding funktioniert. So, dann haben wir jetzt die letzte Schicht Batterien drauf. Da oben ist unser Schweißer. Wir gehen da mal rein, vorsichtig, und gehen da wieder raus. Wir gehen ein bisschen hoch. Und dann gehen wir vorsichtig runter, schauen, ob wir die erste Reihe Batterien wieder kriegen. Jo, die kriegen wir. Gehen noch ein bisschen ran. Okay. Okay, das war's. Damit haben wir auch die Batterien. Dann sind wir hier erstmal klar. Wir stellen uns wieder waagerecht und parken das gute Stück wieder ein. So, und das ist jetzt auch kein so großer Nachteil gewesen, dass die noch nicht, dass die Schweißer tatsächlich so weit auseinandergelegen waren. Ja,
Okay, das ist irgendwann schon mal ein Problem wahrscheinlich, aber erstmal für hier war es noch okay. So, wir müssen runter, denke ich, noch eine ganze Ecke. Und wir müssen noch ein bisschen zurück. Und dann checken wir mal ungefähr, wo wir sind. Ja, wir treffen. Ja, es täuscht immer gewaltig. Perspektive täuscht immer gewaltig. Und wir müssen runter. Und wir müssen tatsächlich noch einen Tick nach hinten. Jo. So, verbinden. Aus, aufladen, rein und aussteigen. Und okay, so, das heißt, wir haben das Innenleben, das technische Innenleben unseres Schiffs jetzt fast fertig. Tja, Wahnsinn. Unsere Dinger sind jetzt geladen. Unsere Jump Drives sind alle geladen. Das heißt, wir haben jetzt hier 12 geladene Jump Drives. Das ist schon gar nicht schlecht. Können wir nur machen, weil wir eben tatsächlich diese großen Batteriekapazitäten haben. Und da sehen wir mal, was die Batterien hier puffern. Und die hier laden auch schon auf. Und in 10 Stunden geladen. Okay, das dauert noch ein bisschen. Im Ernstfall können wir die dann auf Aufladen stellen. Dass wir dann, wenn wir jetzt hier ein Cockpit drin haben, dann stellen wir die auch jetzt im Moment, sind die ja Bestandteil des Grids und werden ganz normal wie alle anderen Grid-Batterien auch aufgeladen. Das ist auch okay jetzt erstmal so, weil ich will eigentlich, dass alle anderen auch geladen werden. Also dass auch die unteren hier gleichmäßig geladen werden, weil wir haben ja jetzt erstmal nichts davon. Wenn nur die oben die Schiffsbatterien geladen sind, ne? Sondern wir wollen schon das Grid auch mit aufladen und da haben wir jetzt immerhin hier 1,52 Megawattstunden. Das heißt, die sind zur Hälfte geladen und die laden auch mit 257 Kilowatt. Das heißt, ja, das ist schon okay so. Das ist schon okay so. Und gut. Wir werden nochmal irgendwann da hinten dieses dritte, vierte Solarfeld brauchen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum. Vor allem, wenn wir hier die Safe Zone wieder anhaben. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir noch den letzten großen Container, den Frachtcontainer. Das ist der hier. Den packen wir uns dahin. Und den setzen wir da noch mit rein. Den setzen wir ganz nach vorne. Und ich denke, wir brauchen interne Panzerung. Okay, sonst können wir das Ding nicht setzen. Aber egal, wir holen uns jetzt eh das Ding in den. Das habe ich wieder verpennt. In den Konstruktionsplaner. Und holen uns die Komponenten, die wir brauchen, raus. Machen wir unser Inventar leer. Die Stahlplatten. Tja, hoppsa, Entschuldigung. So. Dann können wir das Ding platzieren und auch gleich schweißen. Wo haben wir es? Auf der 7, auf der 8. Nee. Doch, auf der 8. Auf der 8, ja, passt. Das ist er. Jetzt sind wir ein bisschen zu nahe dran, finde ich. Wir wollen es noch ein bisschen weiter nach hinten und die Platzierung passt. Gut. Und verschweißen. So. Dann sind wir mit dem technischen Anlagen fast fertig. Wir brauchen noch Cockpit. Wir brauchen noch Gyroskope. Wir brauchen noch
alle möglichen Sachen. Wir brauchen noch die Leitungen. Ja, die Leitungen könnten wir jetzt noch, die könnten wir jetzt tatsächlich noch einbauen. Und zwar mindestens oben die Versorgungsleitungen. Oben über die Tanks. Die gehen nämlich, also wir haben die Tanks alle direkt verbunden. Das heißt, wenn wir den ersten hier anbinden, dann sollten wir Zugang zu allen Tanks haben, weil die Tanks unmittelbar aneinander grenzen. Die Batterien haben wir im Zentrum, das ist mir sehr recht, weil die sind wirklich empfindlich, vermute ich mal. Ich weiß nicht, wie empfindlich die Jump Drives sind. Kann sein, dass die auch empfindlich sind. Wahrscheinlich, weil auch viel Energie drin gespeichert ist, aber da habe ich jetzt keine bessere Lösung gefunden. Aber Batterien da drinnen. Das heißt also, wir schauen mal ins Inventar. Das ist leer. Und dann packen wir uns doch mal Förderleitungen rein. Und wir brauchen mal auf jeden Fall ein T-Stück. Und wir brauchen wahrscheinlich mehrere T-Stücke und dann brauchen wir jede Menge gerader Teile. Genau, und das packen wir uns jetzt ins Inventar. So, damit ist es halb voll und wir schauen gleich mal. Wir brauchen natürlich die ganzen Komponenten hier unten. Das heißt, Förderleitungen, wir brauchen das gerade Stück auf der 6 und wir brauchen das T-Stück auf der 7. Und dann packen wir uns die geraden Leitungen dann nochmal in den Konstruktionsplaner. Schauen wir mal, ob unser Inventar dann voll ist. Fast, da kriegen wir noch ein bisschen was rein. Das heißt, wir packen uns dann einfach noch ein paar T-Stücke rein. Machen wir nochmal 4 Stück. Mal schauen, ob er die noch reinkriegt. Wenn nicht, ist jetzt auch kein Drama. Kriegt er nicht mehr ganz rein, aber okay. So. Dann haben wir hier, jetzt beginnen wir hier ja mal mit vorne beim Tank. Also, die Überlegung ist, wie auch immer wir dann diese Leitung hier runterführen. Meine Überlegung oder mein Ansatz ist, den Verbinder hier unten vorne unten über ein oder zwei Pisten zum Ausfahren nach vorne zu verbinden. Aber was wir auf jeden Fall kriegen ist, wir kriegen hier ein T-Stück, das nach hinten geht und jetzt die Leitung nach hinten gezogen. Na, also wir machen jetzt mit der 6 haben wir die gerade und ich würde sagen, die verlängern wir jetzt nach hinten. Das ist die zentrale, das ist die zentrale Leitung, die wir hier kriegen. Und die müsste jetzt genau über die Tanks auch gehen. Das heißt, das ist auch die Leitung, die Tanks versorgt. Und da machen wir uns jetzt mit der 7 wieder ein T-Stück dran. Und dann wieder ein mit der 6 ein gerades Stück. Und nochmal ein gerades Stück. Und dann kriegen wir wieder ein T-Stück. Genau. Und jetzt hier haben wir dann die Situation, wir müssen jetzt hier aufspalten. Und ich würde sagen, wir machen das gleich hier. Das heißt, wir drehen das hier so. Und jetzt müssen wir, wenn ich es richtig sehe, brauchen wir hier einen Bogen mit der 5 nach hinten. Und wieder ein gerades Stück. Und dann können wir hier wieder ein T-Stück dran bauen, um den ersten, da brauchen wir jetzt die 7, und das müssen wir natürlich drehen, so, und dann kriegen wir hier ein T-Stück und dann verbinden wir jetzt die ganzen H2O2 Generatoren über dieses T-Stück, über diese T-Stücke mit der Hauptleitung. So, letzter.
Das müssen wir uns noch überlegen, ob wir hier ein T-Stück haben. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dasselbe Spiel. Das heißt, wir kommen jetzt hier raus mit dem Bogen über die 5. Den brauchen wir natürlich nach hinten. Dann brauchen wir hier eine Gerade. Und dann geht es hier weiter mit einem T-Stück mit der 7. Genau. Und auch hier dann wieder die ganzen T-Stücke nach hinten, um die einzelnen H2O2-Generatoren anzubinden. Und das ganze Grid der Generatoren sollte dann eben verbunden sein über die Verbinder. Also wir haben ja jetzt immer den obersten Generator angebunden, hier. Und darüber sollen die jetzt das Eis kriegen. Und die Generatoren, die hier angebunden sind, haben nach oben einen Port, der das weitergibt an den nächsten hier oben. Und der Port nach unten gibt es an die Reihe drunter weiter und die geben das weiter nach dem, oder hier der gibt es weiter nach unten. Also irgendwie kommt das Eis dann, denke ich, an alle Generatoren. Das können wir dann testen, wenn wir jetzt, also wir machen jetzt die Leitungen und die schweißen wir mal von vorne weg. Da haben wir hier noch das eine, das müssen wir kurz wieder wegnehmen, damit es hier kein Durcheinander gibt. Wir schweißen jetzt mal die Leitungen und dann würde ich sagen, bauen wir uns auch ein Cockpit ein. Damit wir dann das Ganze mal ein bisschen steuern können und damit wir auch sehen können, hier das Schiff in Anführungszeichen, wobei wir das auch drüben sehen können. Und wir könnten dann theoretisch mal Eis reinpacken. So, jetzt haben wir hier die Verzweigung. Da ist das T-Stück. Dann haben wir hier die Verzweigung. Und dann geht es hier nach hinten. Der ist schon fertig. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich müssen wir uns nochmal Material holen. Sie benötigen interne Panzerung. Ja, gerade sage ich es. Damit wir den Rest der Leitung noch machen können. Aber das ist hier schon mal alles grün, weil die eben angeschlossen sind hier. Da holen wir uns jetzt nochmal jede Menge T-Stücke. Das schmeißen wir hier raus. Und wir gehen nochmal ins Inventar. Und schmeißen da auch dann raus, was wir nicht brauchen. Damit wir da nicht irgendwie unseren Konstruktionsplaner. Ups, wir sollten mal schnell schauen, wie es mit unserem Sauerstoff ausschaut. Und da schaut es nicht gut aus. Den sollten wir dringend auffüllen. Weil der ist gleich zu Ende. Und dann hätten wir wieder ein Problem. Gut, dass ich es noch gemerkt habe. So, zack, zack. Und jetzt lädt er auf. Jetzt ist wieder eine Flasche entladen worden natürlich. Die laden wir jetzt hier wieder auf. Und dann laden wir gleich mal, wenn wir schon hier sind, die Energie auch auf. So, also wir sollten jetzt volle Flaschen im Inventar haben. Ja, genau. Okay, passt. Also wir waren stehen geblieben bei den Leitungen. Wir brauchen hier den Planer und da brauchen wir Förderleitungen. Und da brauchen wir jetzt natürlich jede Menge T-Stücke, weil um die geht es ja. Praktisch nur noch T-Stücke. Ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht zwischen Gerade und T-Stück. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß es nicht. Deswegen, aber ich, wenn schon, denn schon, würden wir, packen wir uns hier die ein, die wir tatsächlich brauchen. So, nochmal. Und dann können wir noch, ja, egal.
Das sind eh nur noch halbe, die wir da kriegen. So, da haben wir jetzt den Bogen. Und wir müssen dann einfach in einen der Frachtcontainer vorne mal entsprechend Eis reinbringen. Und das ist jetzt noch ein bisschen die Gretchenfrage. Wie kriegen wir das da rein? Wie kriegen wir da Eis rein? Ne? In größeren Mengen, ohne dass wir uns da total Wolf fahren, indem wir hin und her pendeln. Also größere Mengen Eis, sodass wir sehen, ob diese, ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, 144. So, dann haben wir die Leitungen alle fertig. Okay, diese 100, da haben wir jetzt 2, 4, 6 nach oben. Wir haben also 6 Schichten und wir haben 2, 4, 6, 8. 6 mal 8 ist 48 mal 4. Machen wir kurz den 48 mal 4, 192. Wir haben jetzt da 192 H2O2 Generatoren und die müssen wir jetzt natürlich alle mit Eis bestücken. Und wenn da jeder von diesen, sagen wir mal, wie viel war das? Wie viel waren da typischerweise drinnen? Ich weiß es nicht mehr. Ehrlich gesagt, wir schauen mal kurz beim Megaminer oben. Da haben wir die ja auch. Dann wissen wir ungefähr, wie viel Eis wir da brauchen. Ne? H2O2. Ja, der hat jetzt 108 K, kann der maximal bunkern. Also 100 Tonnen. Das heißt, wir brauchen hier mal 100 Tonnen. Wir brauchen 19.200 Tonnen Eis, um unsere, um die da unten erstmal voll mit Eis zu bestücken. Und wahrscheinlich ziehen sich dann die Tanks gleich das Ding. Das heißt, also die Tanks werden gefüllt. Das heißt, um die zu füllen, müssen wir nochmal Eis dann nachladen. Ne? Also erstmal werden die Tanks dann mit Wasserstoff gefüllt, der verbraucht das Eis. Und wenn das Eis hier verbraucht ist, dann müssen wir nochmal voll auffüllen. Und dann brauchen wir noch einen Überschuss vorne im Tank, damit wir auf jeden Fall für die Fahrt noch haben. Das heißt, wir brauchen hier ja, jede Menge Eis. Und ich vermute, wir müssen nochmal losziehen mit unserem Megaminer und tatsächlich uns Eis holen, bevor wir hier starten können. Und ich würde fast sagen, wir bauen uns da einfach einen langen Tunnel dran. Wir verlängern einfach entweder das da unten vom Tank weg mit einer Leitung und einem Verbinder provisorisch in die Richtung. Dann können wir mit dem Megaminer von hier aus anfliegen und das ganze Eis, das wir im Megaminer haben, hier reinpumpen. Und dann sollte das erstmal reichen. Dann können nämlich die H2O2 Generatoren schon mal arbeiten. Und die Tanks hinten füllen. Da darf halt dann nichts mehr passieren, wenn die Dinger scharf sind. Aber gut, das ist so. Und dann können wir schauen, dass die H2O2 komplett voll sind. Und dann sehen wir, was wir noch an Rest in Reserve im Tank haben. Und danach würde ich dann entscheiden, ob wir eventuell nochmal losfliegen und nochmal Eis holen oder ob es dabei bleibt. Fürs Erste. Dann haben wir nämlich die Energieseite erstmal tutto completo gelöst. Wir haben die Jump Drives, die sind geladen. Die Batterien werden dann geladen sein, wenn wir, also über kurz oder lang, das wird jetzt eh nur dauern, bis wir das Ding fertig haben. Wird das noch dauern. Das heißt, also wenn wir jetzt die Batterien da mal anschauen, die brauchen noch 10 Stunden.
gespeicherte Energie ist knapp 1 Megawattstunde. Ja, das heißt aber, wir haben dann das Ding schon jetzt komplett praktisch die Energie schon komplett drinnen, die wir brauchen. Und dann wäre der nächste Punkt, dass wir uns Gedanken machen über die Leitungen unten, die Versorgungsleitungen für die Triebwerke. Und die würde ich entweder hinten runterziehen oder hier bei den Tanks irgendwo. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir das am elegantesten machen. Weil das müssen wir ja nach unten ziehen. Wir brauchen da eine Verbindung nach unten. Nee, brauchen wir nicht. Käse. War ich jetzt auf dem falschen Dampfer. Wir haben ja unten überall die Ports. Das heißt, wir machen unten dasselbe Spiel wie oben. Wir ziehen im Prinzip eine Leitung. Und hier eine Zweifachleitung, damit wir wieder beide kriegen. Links und rechts. Und hier über die mittleren Tanks. Und dann packen wir die Triebwerke drunter. Und ich denke, wir müssen das Ganze aber erstmal ein bisschen aussteifen, weil wir dann unten das Gerüst zum Teil wegnehmen müssen. Das heißt also, wir müssen irgendwie erstmal dafür sorgen, dass das Ding stabil wird. Und dann sehen wir weiter. Genau. Dann sehen wir weiter. Okay, soweit für diese Folge und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ist interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid und nichts verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.